immer auflösen, sonst hat Mozart auch einer rübergekriegt. Was? Nicht auflösen, Mann! Doch. Mozart hat 10.000 Jahre aufgelöst. Aber nein, sein Mann. Vater, doch, sein Vater hat ist immer reingekommen und hat ihm eine reingehauen, wenn er nicht aufgelöst hat. Der war Österreicher, das heißt, er hat ihm er hat ihm eine Watschen gegeben, heißt ein das. Ein Watschen gegeben. Watschen. So, setz mal bitte diesen Hippie-Zup auf, wir singen jetzt sowieso einen Hippie-Song, das heißt... Hallo YouTube, wir mussten uns kurz noch ein bisschen unterhalten. Ich finde, wir sind das Niveau! Das ist ja wohl offenkundig, wer das noch nicht weiß. Kriegt dann auf die Fresse. Ich wollte eigentlich reimen, sowas wie, wer das noch nicht weiß, redet großen Scheiß. Ich gerade mit der Gitarre spielen, hast du mir jetzt weggenommen, danke. Ja, Verzeihung, du warst zu langsam, zu langsam. Hast wieder gekifft, wa? Was? Was? Ey, nur weil wir vom Kiffen singen, heißt das noch lange nicht, dass wir auch selber illegale Drogen konsumieren. Das würden wir nie tun. Niemals. Denn sie sind schlecht für euch und für eure Spermien. Total gut für euch ist aber diese CD. Das ist unsere... Spiegelt das jetzt? Ja, nee, das kann man schon erkennen. Das ist unsere Live-CD. Und auf dieser Live-CD ist ein Song drauf. Der heißt Frischhaltefolie. Von unserem zweiten Album, das volle Album heißt. Und den möchten wir jetzt für euch spielen. Ja, erstmal herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel. Das ist das erste Video, was ihr auf diesem Channel hier seht. Das ist schon geil, oder? Wir machen das erste Video und es geht ums Kiffen. könnt ihr euch darauf einstellen, was jetzt kommt? Das nächste Lied handelt von Koks. Und das Lied danach handelt von... Crystal Meth. Oh ja, genau. Da gibt's doch aber schon. Echt? Ja. www.youtube.com/dasniveau. Und eine Facebook-Seite haben wir auch und eine eigene Homepage haben wir auch. Wieso machst du euch immer so exaltierte Bewegungen und sprichst so? Ist das ein Schauspielstudio? Aber du kannst ja trotzdem dann sowas sagen wie, wir haben eine Facebook-Seite, also ganz entspannt. Weißt du was? Ich kiff nämlich immer alleine. Sören ist nämlich deswegen die ganze Zeit immer so... Also, vielleicht mal ein bisschen entspannter sein. Na, wir müssen jetzt anfangen! Heisenberg, oh Heisenberg, dein Crystal Meth ist echt was Werk. Entschuldigung. Ja. Heisenberg, oh Heisenberg, was? Dein Crystal Meth ist echt was Werk. Sören hat sich gerade, ich glaube, Sören hat Minderwertigkeitskomplexe, weil ich als einziger auf der Bühne ein Instrument spiele. Genau. Hat er sich jetzt eine Ukulele gekauft. Ich will auch. Mit Tonabnehmer. Kann sie aber noch nicht spielen. Freut das sich aber schon überhaupt ganz. Nicht. Ja, ich kann. Nee. Selbst Stefan Raab, ja, kann besser Ukulele spielen als du. Lass mich schon was heißen. Klingt doch okay. Stefan Raab, by the way, hat gestern eine ziemlich suckige Sendung gemacht. Nur mal so nebenbei, als Beweis, dass das Niveau auch politisch ist. Oh, Frischhaltefolie! Ja, such den richtigen Ton. Sehr schön. Frischhaltefolie, jetzt aber wirklich. Ja. Entschuldigung, eine Sache habe ich noch. Liebe Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Das ist ein ironischer Song. Bitte nicht gleich das Video löschen lassen, ja? Weil wir irgendwie Drogen verherrlichen oder so. Das. 2, 3, 4. Entschuldigung. 5, 6, 7, 8. Es gibt italienische Antipasti, ein Schnitzel mit Kartoffeln und Möhren, zwischendurch etwas Weißbrot mit Butter und obendrauf Eier vom Stör. Der nächste Gang ist ein Steak vom Rind mit Backkartoffel und Salat. Es geht auch nichts über Essen, wenn man gerade eingeraucht und einen derben Fressflash hat. Nur leider macht man
wir noch? 2, 3, 4, 11. Glücklicherweise gibt es eine Lösung für dieses häufig auftretende Problem. Die Chemie schenkte uns Van der Waals Kräfte, Olivenölchlorid und Polyethylen. Im Haushalt nennen wir das Frischhaltefolie, die kommt einfach auf das Essen drauf. Ab in den Kühlschrank und dort ist es frisch und lecker, bis der nächste einen braucht. Wo wir gerade dabei sind, ich hätte schon wieder Lust und ich weiß, du hast sie auch. Wir haben nichts zu tun und für Essen ist gesorgt. Also komm, also komm, also komm, ich streu ein Auf. Oh. Folie von unserem im Juli 2010. 11. Juno 2011. Juno 2011. Ich weiß nicht mehr, wann unsere Alben rausgekommen sind. Ja, ja. Im Juno 2011 erschienen zweiten Album, das volle Album. Und auch auf unserem Live-Album ist es drauf. Machen wir eigentlich noch Werbung für die Tour jetzt? Oder, 22 Lieder sind hier übrigens. Ja, okay, Lieder. Sören, machen wir jetzt noch Werbung für die Tour oder lassen wir es bleiben? Es gibt italienische Antipasti, ein Schnitzel mit Kartoffeln und Möhren, zwischendurch etwas Weißbrot mit Butter und obendrauf Eier vom Stern. Der nächste Gang ist ein Steak vom Rind mit Backkartoffel und Salat. Es geht doch nichts über Essen, wenn man gerade eingeraucht und